Schönen guten Tag. Heute bei unserem Experteninterview und Anwenderbericht der Herr Engelhardt von IGU Tragwerksplanung. Herzlich willkommen, Herr Engelhardt. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Vielleicht mal ganz kurz am Anfang für die Leute, die jetzt zugucken, die vielleicht Sie noch nicht kennen, vielleicht wenn Sie ganz kurz erklären können, wer Sie sind und für welches Unternehmen Sie arbeiten und warum Sie Kommole eingesetzt haben. Wie war die Situation damals? Vielleicht, wenn Sie es mal kurz zusammenfassen könnten. Ja, sehr gern. Nun also, wir sind ein Ingenieurbüro für Baustatik bzw. Tragwerksplanung. Wir machen statische Berechnungen und bauphysikalische Nachweise für im Regelfall größere Bauunternehmen, Bauträger, Architekten und Bauherren natürlich im logischen Fall. Die Intention bei uns ist die, dass wir das aktuell mit 12 Mitarbeitern machen, die teilweise aktuell in der Corona-Krise teilweise jetzt vom Homeoffice aus arbeiten, aber im Regelfall auch Teilzeit viele davon natürlich auch in Vollzeit und das praktisch in unseren Büroräumen hier im schönen Bodensee. Mhm. Und Herausforderungen gab es denn zu lösen bei Ihnen? Wir sind ja, was jetzt das Homeoffice angeht, nicht ganz so, Novizen gewesen, weil wir hatten eine Mitarbeiterin, die über mittlerweile schon 15 Jahre bei uns arbeitet und sehr, sehr lange in der Mitte von Deutschland wohnte aufgrund ihrer persönlichen Umfeldes und so weiter. Es war immer ein großes Problem, die Daten, die dann dort, wenn das jetzt praktisch nur einfache Meetings waren, ist das alles nicht so dramatisch gewesen, aber jetzt wieder die Daten wieder zusammen hier ins Intranet zu bekommen, ging eigentlich nur über den Weg der E-Mails und Anhänge und der übliche Unsinn. Hier war es ganz, ganz wichtig für uns, dass wir irgendein System finden, wie wir das gesamte, die ganze Organisation des Büros hier praktisch im Intranet generieren können. Da fiel natürlich vor einiger Zeit dann auch uns auch dort über die Studie von der Fraunhofer Institut natürlich das E-Group auf. Und dann sind wir relativ bald darauf eingestiegen, haben uns dann anfänglich natürlich auch ein bisschen umstellen müssen, wie wir das alles machen und arbeiten jetzt praktisch aktuell nur noch mit dem E-Group Ensemble, mit dem Pool für unsere gesamte Steuerung vom Büro bzw. interne Abläufe. Hier ist natürlich ganz wichtig gewesen, dass wir dort auch noch den einen oder anderen, ich nenne es jetzt mal kleine Krücke hatten und ein kleines System, wo wir praktisch auch nicht die Option hatten, dass wir praktisch Bürofremde oder Außerirdische sozusagen damit einbinden konnten. Auch war das bei uns immer ein Problem mit unserer, nicht ein Problem, eine Herausforderung mit unserer Software, da wir natürlich auch ein Multi-User, Multitasking-Berechnungssysteme, die dann von über finite Elemente, Zeichnungen, CAD, Wärmeschutz etc. und die ganzen Sachen, wir eigentlich immer an dem Projekt, am Modell arbeiten und die Modelle, wie schon gesagt, Multi-User, Multitasking-mäßig generiert sind und dass wir immer, wenn wir außerirdische Systeme irgendwie hatten, wir die gar nicht einbinden konnten. Das war eine sehr große Sache. Das heißt, du hast immer unterschiedliche Datenstände gehabt und das ist ein sehr großer Fehlerpool, wo du aber anfangen kann. Und du weißt auch nicht, habe ich jetzt schon mehr gearbeitet und die Außerirdischen haben jetzt praktisch nicht den Datensatz, der jetzt eigentlich hier zur Verfügung steht. Da hast du also einen wahnsinnigen Transfer. Also ist die Schwierigkeit, wer hat den aktuellen Plan im Endeffekt, an dem gearbeitet wird oder an dem Projekt, weil der Projekt hat ja wahrscheinlich Wärmeschutz, Statik, hat ja viele Facetten an der Stelle. Ja, jetzt ist es dann so, es ist natürlich eine großartige Erleichterung für alle jetzt, mit Hilfe von dem Guacamole, dass praktisch die Maschinen, die hier jetzt im Haus stehen, die stehen einfach an den alten Plätzen so weit rum, hängen am Netz und ich habe gar keine Schmerzen mit irgendwelchen VPN-Leitungen, Zuordnungen, wie dadurch, dass das Lizenzierungsmodell unserer CAD-Software praktisch im Intranet auf einem Lizenzserver läuft, gibt es da überhaupt gar keine Schmerzen. Auch die Lizenzen werden theoretisch tagtäglich mal gewechselt, weil die Lizenzen unterschiedliche Ausbaustufen haben und nicht jeder braucht immer die riesengroßen Berechnungssysteme, sondern vielleicht auch nochmal ein anderes Hilfsprogramm von einem anderen Lizenz, die dann da immer entsprechend frei ist. Das setzt aber voraus, dass man irgendwie in das Intranet hier reinkommt. Und da war aktuell, bevor diesem Guacamole-Ensemble da war oder das Baustein da war, das immer mit Hilfe von VPN und Clients und entsprechender Einrichtung und entsprechende Hard- und Software-Überprüfung und, was noch viel ekliger war, immer noch wieder neues Passwort, neuer Zugangscode, neuer und so ist natürlich jetzt, wie gesagt, overluxuriös, wenn man alles mit einem System erschlagen kann.
Können wir mal reingucken in so einen Arbeitsplatz, wie das aussieht bei Ihnen? Natürlich, ich kann mal schnell, also wir haben aktuell jetzt, wie Sie möchten, wir können mal, wir können dann deinen nehmen da drüben, gell? Ich mache mal hier einen Kollege, der sieht jetzt hier so, das ist jetzt ein Kollege, der eine Zwei-Bildschirm-Lösung hat. Und ich logge mich jetzt hier mal ein. Ja, ich hoffe, ich, Kollege war so freundlich, hat mir das... Das ist jetzt praktisch seine Maschine, die sich so ist jetzt ein Bildschirm, den er jetzt da hat. Ich würde jetzt mal, muss ich gerade mal gucken, du hast das jetzt hier oben, das da ist, das kann ich laufen lassen, oder? Ja. Das ist jetzt zum Beispiel unser, weiß nicht, ob Sie das denn nachher ausblenden oder nicht. Wir haben jetzt aktuell hier ein, das sind jetzt unsere Projekte. Wir sind jetzt hier aktuell auf einem System. Ich zeige es mal nochmal schnell auf der Struktur. Wir sind hier. Das ist jetzt ein Server bei uns unten im Serverraum, auf dem hier die Projekte als solche liegen. Das ist jetzt ein Teil dieser Struktur. Und wir haben jetzt hier ein irgendein Projekt, kann ich das nehmen? Das, nehmen wir mal das hier. Ein Projekt. So, und jetzt haben wir verschiedene, wir haben jetzt hier verschiedene Systeme. Das ist jetzt hier die entsprechende Datensatz. Und wir haben jetzt hier Adressen, die praktisch hier von der eGroup Datenbank, Adressdatenbank gefüttert werden. Wir haben hier die Zeichnungen im CAD, die jetzt hier aktuell benutzt werden. Wir haben die Baustatik, also die Berechnungssysteme in dem System. Das ist immer die gleiche, immer die gleichen Datensatz, den wir dort unten haben. Wir haben hier Berechnungssysteme, die hier, Sie sehen jetzt mit finiten Elemente entsprechend und so weiter getan werden. Wir haben hier Layouts, die über den Server geändert werden und so weiter. Wir haben die ganzen Daten der Architekten, die Bestandsunterlagen, was der Geologe etc. Das liegt alles jetzt auf den Servern und wir brauchen jetzt überhaupt nicht, Sie sehen selber, das sind einfach jetzt hier Strukturen, die sich auch mal ändern, wo jetzt jeder dann praktisch zugreifen kann und das ist ja die große Notwendigkeit. Und gleichzeitig ist beispielsweise das so, das heißt, wenn jetzt hier jemand eine Zeichnung aufgemacht hat, ist die, in Anführungsstrichen, diese Zeichnung selber jetzt wäre dann gesperrt für jemand anders. Mhm. Aber hier in dem System sind zum Beispiel jetzt Referenzmodelle drin von dem, von der ursprünglichen Modell. Das heißt, jeder kann draußen und hier, also außerhalb vom Intranet und innerhalb vom Intranet, jetzt ganz normal weiterarbeiten, ohne sich über die Datenkonsistenz Gedanken machen zu müssen. Und von der Geschwindigkeit ist es ja gigantisch. Also ich meine, es läuft jetzt im Browser. Genau. Halt mal für mich und es sieht aus, als ob das, als ob ich am PC direkt arbeiten würde. Ich gehe jetzt mal hässlich, ich rufe das mal schön auf, ich rufe eine Zeichnung auf. Also das ist auch nicht schneller als zu sehen. Ja, ich tue das jetzt mal hier öffnen. Das ist jetzt auch nicht langsamer, als wir das sonst auch haben hier. Sie sehen selber. Ja, ich gehe jetzt mal hin. Ich habe jetzt mit dem Scrollrad gezoomt. Wir haben es jetzt gesehen, ja. War super. Also ich jetzt hier, das sehen, kann man nicht schimpfen, ja. Gerade CAD ist ja sehr aufwendig, was, was ja, Prozesse genau. und so weiter angeht. Und ganz genau, ja. Bildschirm. Ganz genau, ich gehe jetzt mal ausnahmsweise da wieder raus, mach das mal zu. Es gibt doch dennoch, ich sage jetzt mal nein, wollen wir nicht speichern, aber jetzt gerade auch die Berechnungssysteme, die jetzt hier sind. Hier ist jetzt natürlich auch so, dass beispielsweise hier, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir die Lizenzierung für das einzelne System, also für diesen Arbeitsplatz ist jetzt praktisch diese Lizenz hier aktiviert worden und wir haben jetzt hier, ist es unser Lizenzserver und je nachdem, welche Nummer das ist, ist die Ausbaustufe von den Lizenzen unterschiedlich groß und wenn jetzt jemand was anderes braucht oder so, sagt er, geh mal du schon raus, ich brauche die, weil die Projekte oder die Programme dort enthalten sind. Das ist mit dem normalen System gar nicht so einfach machbar, weil man jetzt praktisch noch zusätzlich für diesen Lizenzserver ja auch noch eine Verbindung braucht, ja, die, wenn man praktisch nur über den, über das, ich sage jetzt mal, ohne Guacamole reinkommt, brauchst du ja da auch noch wieder ein Tor durch deinen Router durch, der wieder auf den zugreifen kann, weil in dem Moment, wo ich jetzt innerhalb von unserem Programm hier arbeite, tickert der, keine Ahnung, alle Minute oder sowas nach dem Lizenzserver und guckt, ob die Lizenz auch noch gültig ist, ja, also das sind auch so Sachen, dass das wesentlich vereinfacht worden ist. Das hat nämlich uns auch dazu gebracht, dass wir da
eine andere Arbeitsweise machen mussten, gerade dann, weil das mit der Lizenzierung nicht funktioniert hat. Und ich sage mal, so eine Lizenz, ich sage mal so, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht vergleichen mit so einer Outlook- oder Office-Lizenz, die vielleicht ein paar hundert Euro kostet. Das sind ja richtige 1000 Euro teilweise für so Lizenzen und mehr. Das sind fast sechsstellige Beträge. Genau, wir haben da also einen kleinen Server, einen kleinen NUC da unten stehen, der praktisch einen fetten Dongle hat. Und da sind die ganzen Lizenzen drauf, einen eigenen Serverdienst drauf, der das dann verwaltet. Und wie gesagt, die sind... Das ist schon richtig Invest, sage ich jetzt mal. Da ist auch, da mussten wir auch, Sie kennen ja diese Lizenzmodelle, das ist so, wenn irgendeiner kommt und er meint, bei uns einbrechen zu müssen und das Ding kaputt macht oder stiehlt, dann ist es weg. Dann kann ich da anrufen und sagen, der Dackel hat meinen Dongle gefressen und sagt, ja, netter Versuch. Also das ist auch die Sache, der Schutz des Investes, das muss man auch sagen. Ja. Ganz wichtig. Also das ist jetzt hier beispielsweise, ich wollte jetzt nicht wenn Sie es interessiert oder so, wir haben jetzt hier zum Beispiel jetzt auch eine statische Berechnung. Sie sehen selber, die ziehen ganz schön Daten. Ja. Das hier ist ganz normal. Wir laufen jetzt über Browser, Sie gucken zu. Wir haben eine Remote über das andere System laufen hier unten. Das ist jetzt fast eine 1:1 Geschwindigkeit. Das ist, genau, ich tue jetzt mal hier, schön die Sachen mal auf 0 machen. Wenn ich jetzt hier bin, das nur mal so, das ist das gesamte Ausgabedokument, kleiner, da die werden in sozusagen immer in dem Moment, wo man sie benutzt, werden die in Realtime praktisch berechnet. Das hat jetzt auch hier knapp 750 Seiten mal geschwind. Gell? So hat er das gesehen und der Browser hat das alles geschnallt. Also kann man nicht schimpfen. Da sind auch Zeichnungen dabei, sehen Sie, und das hat es im Sinne von der Bidirektionalität und Multi-User-mäßig, also wenn jetzt dort in den Zeichnungen was geändert wird oder hier in der Berechnung was geändert, ändert sich in der Zeichnung dann auch was. Das ist ein Vorteil, den wir vorher ohne Guacamole gar nicht so einfach hatten. Ja, weil es jetzt einfach funktioniert, ob es von drinnen oder von draußen, ohne irgendwelche zusätzliche Software oder Abstürze oder VPN und Clients und bla bla bla, sondern das ist besser geht's. Eine echte Integration von Home-Office-Aspekten. Ja. Das wird man so also sagen. Besser geht es gar nicht, ehrlich gesagt. Und selbst wenn der seinen Rechner verliert oder kaputt geht, den er quasi im Home-Office hat, mit dem er drauf zugreift, das Tor quasi kaputt geht, bleibt alles beim Alten. Und es kommt ja auch aus das Thema, wohin mit den Daten, das ist ja alles nicht da, weil die Daten bleiben im Büro, das heißt, die im bleiben Haus. Im Office. Genau. Datensicherung selber ist auch so eine Sache. Die Backups, die laufen ja automatisiert. Zeitgesteuert entsprechend ab, da braucht sich auch niemand drum kümmern, sozusagen. Es gibt zwar immer noch diese, das ist jetzt eine Sache dass dieser Software, dass immer noch lokale Sicherungen selbst gemacht würden, also wenn man das Projekt selber verlässt, kann man immer noch selbst archivieren, selbige werden jetzt lokal, wenn man das entsprechend so tickert, auf einem System, das ist jetzt der Kollege vom Rechner hier, vom Kollegen, der Rechner, der macht sich selber jetzt noch eine Datensicherung hier, die auf seiner Platte D hat, von der ich gar nicht weiß, wie sie organisiert ist oder nicht organisiert ist. Aber das ist jetzt praktisch eine Kopie auf den Rechner, auf dem der eigentlich arbeitet. Während das hier alles, bleibt alles auf dem Server. Mhm. Der Server kümmert sich selber um seine eigene Datensicherung. Also ich habe jetzt hier nochmal ein Backup, also fast schon eine paranoide Backup-Szenerie, ohne dass ich irgendetwas umstellen muss oder irgendwie andere Verzeichnisse oder weiß der Geier wo. Großer Vorteil ist einfach, alle Windows-Sachen sind natürlich auch entsprechend benutzbar. Und ich habe die Dateien, der eine hat diese Organisation, der andere hat so eine andere Organisation auf seiner Maschine, auf seiner Festplatte. Da brauche ich mich überhaupt nicht drum kümmern, was natürlich auch ein sehr großer Vorteil hat. Super, also ich bin sehr begeistert, wie das hier läuft, also wie Sie das eingerichtet haben. Und ich erkenne sofort den Mehrwert, den das für Sie hat. Ja. Und ich denke, es wird auch andere Büros, die eine ähnliche Struktur haben, wird es auch einen hohen Mehrwert haben an der Stelle. Ja, ganz genau. Und wenn der eine arbeitet jetzt vielleicht an der Wärmeschutz, der andere macht in der Statik eine Änderung, was wieder eine Rückwirkung darauf hat. Und wenn dann der eine mit dem falschen Plan weitergemacht, ist nachher ein großes Problem da. Genau. Das ist die Struktur des Modells. Es gibt ein Muttermodell bei uns, auf die dann praktisch jeder den Zugriff hat. Und wenn es dort geometrische oder sonstige Änderungen geben, hat jeder praktisch dann ein weiteres referenziertes System, an dem weitergearbeitet wird. Dann brauchen aber die PCs wahrscheinlich auch eine gewisse Rechenpower. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, wenn ich auf meinem kleinen Laptop
da jetzt um die Ecke kommen und versuche die Statik oder die Dinge zu rechnen, was ja wahrscheinlich im Homeoffice, ich sag's mir jetzt mal so, wenn ich jetzt die Situation sehe, sie müssen alle raus aus ihren Büros, sie gehen nach Hause, aber sie nehmen wahrscheinlich nicht den Firmen-PC mit und bauen den da auf, weil der auch wahrscheinlich den ganzen Netzwerkkomponenten nicht so einfach funktionieren kann. Und die Idee von dem Guacamole ist ja eine andere. Ganz genau. Das Intranet ist logischerweise hier so aufgebaut, dass die gesamten Kunstwerke hier logischerweise alle miteinander funktionieren können, dass auf den Servern liegt praktisch das Muttermodell, auf den einzelnen Arbeitsstationen werden dann immer die referenzierten Systeme in den Speicher gezogen, bearbeitet und liegen effektiv eigentlich wieder auf dem auch jetzt hier Linux-basierten System, auf dem Samba-Server, auf einem heterogenen Feld hier mit Windows und Linux und was es so alles so gibt, entsprechend bearbeitet wird. Hier ist natürlich auch so, dass gerade die, wie Sie richtigerweise gesagt haben, die finiten Elemente natürlich eine sehr rechenintensive Aktion sind, was jetzt eigentlich die Berechnung selbst angeht, als natürlich auch den Bildaufbau und die Darstellung. Das wird dann, müssen wir mehrere Objekte gleichzeitig betrachten, wir müssen dann simulieren, wir müssen gucken, welche Option ist die beste, welche Variante ist die beste, und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Berechnungen, die praktisch die ganze Zeit laufen müssen, wenn gerade in so einer heißen Phase der Bearbeitung das drin ist. Wir hatten uns dann soweit so geholfen, dass wir dann relativ leistungsstarke Laptops hatten, die den Damen, die zur Zeit vor dem Beginn der Corona-Krise dann außerirdisch waren, wir also im Homeoffice waren und haben praktisch die Sachen dann mitbekommen. Wir hatten dann die Systeme hier eingerichtet und dann wurde, wie vorhin schon erwähnt, die Datentransfer praktisch immer in Päckchen per E-Mail beziehungsweise dann über E-Group mit dem Up- und Download so generiert, dass dort immer ein Datensatz da war, der entsprechend zu Hause bearbeitet werden konnte. Und wie sieht die Geschwindigkeit aus? Können Sie dazu was sagen? Ja, also wir haben jetzt aktuell die Kollegin, die Sie jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, die arbeitet jetzt im Homeoffice. Die arbeitet explizit an einem CAD-System und ist jetzt aktuell, arbeitet nur noch auf dem Guacamole und hat nicht, also eigentlich nur ihren Bildschirm mitbekommen von, also die hat auch so einen relativ großen Bildschirm, den hat sie fürs CAD dann einfach mit nach Hause genommen und arbeitet auf dem Laptop, der eigentlich jetzt nur, Entschuldigung, eine einfache Internetverbindung hierher herstellt und sie arbeitet praktisch so, als wenn sie hier wäre. Das heißt, sie war gestern physikalisch auch wieder mal im Büro und hat gesagt, ja, gestern hat es ganz kurz mal gehakelt, aber das ist nur, wenn ich im 3D visualisierte und gerenderte Systeme in Echtzeit versuche zu drehen. Also das sind dann schon Anforderungen, die schon, sagen wir mal, sehr die Rechner in die Knie bringen. Wobei die Rechner jetzt selber nicht hakeln, aber der Transfer übers Internet. Ja, ja, ja. Daran, das ist alles. Wir hatten ja auch ein heterogenes System, das vielleicht noch als Ergänzung, und haben jetzt hier die Verbindungen, die jetzt gerade aktuell auf dem Bildschirm zu sehen sind, haben wir mit einer standardmäßigen Auflösung soweit eingerichtet und die Kollegen und Kolleginnen können auch ihre eigenen Einrichtungen entsprechend so einstellen, dass sie passend auf ihre Bildschirme, die sie zu Hause haben. Eine sehr große Hilfe, das muss man auch sagen, ist, dass die Einteilung der Bildschirm-Icons und die ganze Anordnung des Systems, die praktisch jetzt hier temporär denn dargestellt wird, überhalb von Guacamole, nicht am Originaleinstellung irgendetwas verfummelt, was natürlich auch sehr gut ist. Wir haben zwei Bildschirmlösungen, drei Bildschirmlösungen, eine riesengroße Bildschirmlösung für den verschiedenen Anwendern hier und es bleibt alles so, wie es ist, was natürlich auch immer sehr von Vorteil ist. Guacamole kam zur rechten Zeit. Wir hatten die drei Systeme jetzt schon eingerichtet und dann kam es erst, also so gesehen kam es 2 Wochen zu spät, haha, das war ein Scherz. Und aber wie gesagt, wir haben es dann relativ schnell umgebaut und die Kolleginnen, das ist jetzt zufällig nur drei Damen, die da außerhalb von uns sind, sind obermäßig zufrieden. Wir haben auch die Buchhaltung sogar, wo die Kollegin plus 2 bzw. 3 Tage die Woche kommt, macht die Buchhaltung oder bereitet sie schon vor, weil logischerweise da ihr Laptop, der jetzt hier steht, dann entsprechenden Zugang dann auch hier angelegt ist. Und was auch noch gut ist, wir können sogar per DATEV, weil das logischerweise auf den Sinnern selbst geschlüsselte Systeme, wir können die ganzen Buchhaltung selber auch schon in die Rechenzentren schicken. Also man kann es nicht sagen, es ist ein Segen.
Ja, vor allem, weil halt, ich sag mal, gerade wenn Sie im Büro alles eingerichtet haben, jeder hat seinen Arbeitsprozess eingerichtet, Sie haben die ganzen Anbindungen, wir haben Dativ jetzt angesprochen, all diese Themen. Ja. Und jetzt werden Sie ja rausgerissen. Sie können ja mit VPN zwar wieder rein, um auf die Systeme reinzukommen, aber ist ja alles eingerichtet. Und auch selbst beim Laptop ist ja oft das Thema, wenn ich jetzt einen zweiten PC habe, dann habe ich genau das, was ich brauche, in der Regel nicht am Laptop. Da fehlt mir dann die Software, da fehlt mir das wieder. Und so habe ich meinen, ich sag mal, schönen Arbeitsplatz, den ich mal lange eingerichtet habe, auf den habe ich, auf den weiß ich, ich komme auf alles drauf zu. Ich kann sogar, wenn ich will, mal ausdrucken im Büro und die Kollegen sehen das, die dann noch da sind. Ja. Also ich habe eigentlich alle Vorteile dabei. Und wenn die Geschwindigkeit top ist, kann man sagen, ist eigentlich eine super Lösung. Auch Sie sind jetzt darauf vorbereitet, man weiß ja nicht, wie das ganze Thema jetzt weitergeht. Selbst wenn nochmal das Ganze sich verschlimmern würde, sind Sie vorbereitet oder der Kollege oder die Kollegin sagt, ich möchte mal jetzt aus einem anderen Grund vielleicht mal eine Woche im Homeoffice arbeiten, können Sie das sozusagen alles eigentlich ermöglichen. Dadurch. Das sind auch so die Sachen. Das heißt, ich muss auch rennen, es gibt auch logischerweise immer, so wie Sie jetzt gerade eben auch gesagt haben, es gibt ja jetzt außerhalb von Corona auch immer noch Situationen, wo man aus irgendeinem Grund, was weiß ich, die Leute werden krank oder die Kinder werden krank oder sowas und ich muss von einem Tag auf den anderen sofort was umstellen, ist es ja so überhaupt gar kein Act. Ja, ich kann ja genau da weitermachen, wo ich gestern Abend aufgehört habe. Ich kann selbst den Kollegen, wenn da jetzt irgendwie was zu machen wäre, ich brauche mich ja nicht umstellen, ich muss ja praktisch mich nur einloggen und sofort kann ich theoretisch weitermachen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen der Fall ist, dass Sie auch sagen, bei einem bestimmten Projekt oder Bauprojekt müssen Sie vielleicht mal vor Ort gehen und haben dann auch die Möglichkeit, dass Sie das mitnehmen können und dann auch noch bestimmte Dinge dann vor Ort erledigen, als ob Sie quasi direkt im Büro wären. Mit Ihrer natürlich. Infrastruktur. Genau, wir haben das jetzt mal getestet über die Tablets, was da so weit geht. Es hängt natürlich dann auch immer abhängig von dem entsprechenden Netz, die du dann hast, dort, wo du bist. Aber um jetzt mal ein paar Plänchen zu gucken oder ein paar Details oder mit der örtlichen Bauleitung da was abzusprechen und mit den Damen und Herren vor Ort ist das natürlich immer sehr gut. Ich brauche nicht alles, oh, was brauche ich, was muss ich mitnehmen, was muss ich etc., habe ich dann alles dabei und etc. bla bla bla. Und dann hat man ausgerechnet das natürlich immer meistens nicht dabei, was man dann braucht. So ist es dann gar kein Action drauf zu gucken und sich da die entsprechenden Daten zu holen, die dann im Projektmanager oder im Dateimanager entsprechend bei eGroup liegen. Was wir auch noch gemacht haben, ist natürlich die Leute etwas sensibilisiert. Es war zum Beispiel jetzt auch eine Sache, wie wir die Daten austauschen im System. Das war auch eine bisschen eine kleine mentale Lernphase. Aktuell ist es ja so, dass wenn die Systeme hier im Büro laufen, im Intranet, die Damen und Herren sich von außen einloggen, ganz normal über die Mailadresse, die wir da haben. Und sich dann einloggen. Da haben wir natürlich als erstes dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert und das auch dann entsprechend mit dem Handys soweit in Abstimmung mit den Arbeitnehmern, soweit Mitarbeitern dann abgestimmt, dass die da auch ihre Systeme dabei haben müssen, weil du ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung ja dann immer irgendeinen zweiten Faktor logischerweise brauchst. Und hier war das denn so, dass wir da dann nochmal ein bisschen sensibilisiert haben, so nach dem Motto, Leute, denkt dran, wir haben Datenschutz, wir haben hier ein Intranet und wenn jetzt wir schwache Passwörter oder sowas haben, ist das ja alles, sagen wir, im Intranet nicht ganz so dramatisch. Allerdings, wenn wir jetzt nach außen gehen, ist das natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung entsprechend aktiviert. Ging auch relativ schnell. Wir haben dann über die Featureitis von den Videoanrufen geschwind ein Mikro-Webinar gemacht und gesagt, guckt Leute, so und so müsst ihr oder solltet ihr das machen mit Hilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gab es verschiedene Optionen, die haben wir dann bei euch im Webinar abgeguckt. Hatte, glaube ich, Ihre Schwester ein Webinar gemacht. Dann haben wir haben wir ein bisschen Hausaufgaben gemacht, ein bisschen aufgepasst und dann unsere Leute sozusagen weitergeschult, damit das auch alles funktioniert. Die sind voller Stolz. Und mittlerweile ist auch so, dass es damit bei anderen im Bekanntenkreis ein bisschen mit angeben, wie einfach und gut das doch eigentlich läuft. Und wie viele sagen, ja, mit Homeoffice und das ganze Zeug, sagt dann, bei uns flutscht das einfach. Sehr, sehr großes Lob auch an eGroup. Das ist mit ein System, was sagen wir auch ein bisschen für den Betriebsfrieden und für die Vereinfachung hier ein bisschen mithilft. Gerade auch für die Verbindungen. Genau, schön.
Nee, auch für den Datenschutz, was Sie angesprochen haben. Hm. Es ist natürlich immer, ich habe auch gehört von vielen, die dann aus der Not, sage ich jetzt mal, da haben auch die Laptops dann teilweise gefehlt. Hm. Und die Leute haben gesagt, es gibt dann auch keine Laptops mehr zu kaufen. Es war ja so ein Zeitpunkt, wo ich mit Kunden gesprochen habe, sagte, ich würde gerne Laptops kaufen, aber ich weiß gar nicht, wo ich sie kaufen soll. Ich bräuchte jetzt mal 20 Laptops und die würde ich gerne noch einrichten und die müssen ja sofort laufen. Mhm. Und aus der Not auch teilweise private PCs eingesetzt werden. Nur wenn ich jetzt meinen privaten PC einsetze für das Thema, ist natürlich datenschutzmäßig ein Super-GAU, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich, natürlich. Und hier habe ich die Probleme auch nicht ganz so, wenn ich dann über diese Fernwartung und über Guacamole da reingehe. Genau, genau. Das sind natürlich unglaubliche Vorteile, die man dazu hat. Also die ganze sozusagen Bandbreite, die ganze, wie soll man mal, das Schätzen dieser Struktur kann man eigentlich nur dann, wenn man, sage ich jetzt mal, im Vorfeld in der EDV zu Fuß unterwegs war und weiß, was das für ein Aufwand immer war und auch, sage ich mal, wenn du niemand hast auf der anderen Seite, der vielleicht nur als einfacher Anwender keine Rückmeldung dort bekommst und sagst, was steht denn bei dir auf dem Bildschirm, was ist denn da, wie kommst du denn da rein und was ist denn da, warum geht denn das nicht und dann, keine Ahnung, also die kennen ja da die üblichen Dinge, die da überall passieren, also da ist natürlich so eine Sache ausgezeichnet, gell? Es hat sich auch ergeben, dass auch viele Leute jetzt ihren Arbeitszeit etwas, sie haben gesagt, ich gehe heute Mittag ist schönes Wetter, ich mache heute Abend weiter, was ja bei uns geht. Und somit können die einfach... Jetzt waren sie kurz weg. Was bei uns geht. Es gibt und dann Leute auch, die jetzt aufgrund dieser Option auch ihren Arbeitsalltag etwas geändert haben. Wenn die Sonne scheint, dann sagen die, du weißt was, ich mache heute Mittag frei, ich mache heute Abend um 6 Uhr wieder weiter und können hier praktisch dann den Arbeitsplatz verlassen, wie wir im Schwabenland sagen hier, wie die Sau vom Trog davonlaufen und einfach abends weitermachen, ohne jetzt irgendwelche Daten hin und her zu schaufen, sondern einfach die Kiste laufen lassen und abends sich dort entsprechend einloggen und dann dort weitermachen. Ich habe auch in der Studie gelesen, dass die Produktivität von Mitarbeitern in dieser Homeoffice-Zeit viel mehr angezogen hat, weil sie natürlich diese Fahrzeit nicht mehr haben, also von zu Hause ins Büro. Ja. Und deswegen konnten sie pro Tag eigentlich fast mehr arbeiten, weil sie teilweise eine Stunde mehr Zeitgewinn hatten und im Homeoffice teilweise mehr gearbeitet haben oder produktiver waren als auch im Büro, wenn das Telefon dauernd geklingelt hat und so haben ich sie mehr, teilweise mehr Ruhe gehabt. Als das mag sicherlich sein, wobei es auch jetzt bei uns immer die Option eines einfachen Türblattes gibt, so nach dem Motto, mach die Tür zu, ich brauche meine Ruhe oder irgendwie sowas, das ist hier auch möglich. Was man aber nicht ganz unterschätzen darf, sind auch die sozialen Kontakte und Komponenten, die auch in dem Berufsalltag auch ein bisschen zu. Ich habe viele meiner, ich sage es immer, Außerirdischen, haben auch immer gesagt, Mensch, die freuen sich sehr, sehr, dass sie wieder, wenn sie mal wieder kurz ins Büro kommen mit den Kollegen und wir kurze Schwätzchen hier, es ist doch ein Austausch und wir haben leider, oder Gott sei Dank, einen Job, in dem auch viel Kreativität gefragt ist und nicht einfach das nur abarbeiten, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Akten. Und da ist natürlich auch der Austausch. Da braucht man Ideen und sowas. Und da ist beispielhaft die Sache mit dem Video-Chat ist eine sehr wichtige Komponente. Auch wir unsere sozusagen Meetings, wir haben ab und zu das einen so ganz kurze Stand-ups ohne großes Hinsetzen, sondern nur geschwind eine Information loswerden oder auch unsere wöchentlichen Meetings, wo wir einfach sagen, das ist der Stand der Dinge, das ist das Ziel der Woche, wie ist es bei dir, wie ist es bei dir? Und da merkst du schon ganz genau, wie jetzt so diese sozialen Komponenten, also visuell und audiomäßig, ganz wichtig sind. Mittlerweile ist es auch so, dass viele sagen, es ist toll zu Hause, aber ich muss auch mal wieder ins Büro. Das kommt auch. Ja. Also ich hab das schon, die Produktivität ist gut, aber die sozialen Parameter sollte man da nicht so unterschätzen. Das gehört nämlich auch dazu. Ich denke, so also aus unserer Sicht. Ja, ich denke, es ist aber auch, glaube ich, generell so, dass so ein Mix auf jeden Fall interessant ist, wo man sagen kann, man ist ein Teil im Büro, man ist ein Teil da. Weil man ist ja ein sozialer Mensch, das heißt, man möchte mit Leuten sprechen, möchte sich austauschen, aber auch nicht nur Erfahrung austauschen, sondern auch einfach, weil man, wenn man jeden Tag mit den Menschen arbeitet, dann sind die einem ja irgendwie ans Herz gewachsen und weiß, natürlich. Okay, er macht das, was macht das, vielleicht auch mal privat mal sprechen. Und das sind einfach Dinge, die natürlich dann in so einer Art Einsamkeit landen, wenn jemand nur im Homeoffice ist. Und deswegen ist diese Verbindung, die Möglichkeit zu haben, ich gehe ins Büro oder ich bleibe im Homeoffice, dass ich es kombinieren kann, natürlich ein unheimlicher Vorteil für die Arbeitswelt, sage ich jetzt mal so. Genau, und jetzt haben wir ja gar kein technisches Hindernis mehr,
weil, wie gesagt, das ist ja mit einem Klick erledigt. Ja. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Also ehrlich gesagt, besser kann man es fast nicht haben. Zumal auch alle Daten, die wir jetzt praktisch im E-Group dann haben, auch alle Daten pro Projekt sofort verfügbar sind und keiner musste sich an irgendeine, nennt es jetzt mal, neue Software gewöhnen oder irgendwelche Einarbeitungszeiten oder, sondern das war sozusagen von 0 auf 100 war innerhalb von einer Sekunde möglich. Natürlich auch ein großer Vorteil. Jeder weiß, wie schicke ich meine E-Mails und so weiter. Eine mentale Sache war zum Lernen, war, dass man, das hat ein paar Tage gedauert, bis es so in den Köpfen so verankert war, dass bei dem Einloggen als solches man logischerweise auf das E-Group-Ensemble kommt, man sich dort entsprechend anmeldet und jetzt erstmal nur im E-Group selber war. Jetzt hat man dann Guacamole gestartet und den Rechner. Mhm. Jetzt hat er ja praktisch ein Frame außenrum, das E-Group, das Guacamole zur Verfügung steht, hat dann den Rechner gestartet, so, aber jetzt kann ich keine E-Mails beispielsweise wegschicken, wenn ich jetzt das in meinem System haben möchte. Das heißt, ich musste mich dann innerhalb von meinem virtuellen Rechner nochmal ins E-Group einloggen, ganz normal, damit ich wieder sozusagen in Wirklichkeit wie auf meinem Rechner bin. Das war so eine mentale Schranke im Kopf, die Leute erstmal ein bisschen lernen mussten. Ich muss sozusagen mich, E-Gruppe ist quasi, ich sag mal, der Türöffner und dann habe ich die Verbindung, gucke ich mit dem Fenster rein, ich mache das Fenster auf, dann bin ich quasi an meinem PC und dann starte ich von dort, wie wenn ich meinen Bildschirm anmache mit meinem Rechner und fange von dort an und muss ich natürlich nochmal einmelden, sonst würde ich ja immer hin und her wechseln zwischen der Welt außen und der Welt innen, das will ich ja nicht wieder diese Welt innen drin haben und deswegen gehe ich dann da rein. Ganz genau, das ist so eine mentale Sache, die man einfach im Hinterkopf behalten muss, wenn man dann von außen, genau. Und auch dann ist es sogar so, dass ich am Anfang die ersten paar Tage dann Anrufe immer bekomme, ganz normal übers Telefonnetz, kannst du meinen Rechner mal wieder einschalten, weil die Leute sind beim Rausgehen einfach ausschalten gewohnt und haben dann praktisch das System abgeschaltet. Ja, genau. Und ich sage, nee, abmelden, denk dran. Ja? Herunterfahren, ja klar. Ja, oder herunterfahren, genau, das hat während. Genau, das muss man immer dran denken, dass man da. Das hat sich denn schon so, das ist nach dem dritten Tag war das erledigt und dann ist es jetzt schon so drin in den Köpfen, dass die gar nicht mehr fast, glaube ich, nicht mehr anders arbeiten wollen. Genau. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt nur noch Homeoffice Sachen habe. Nein. Also ich hatte zu anderen Kunden, der hat auch gesagt, da gibt es dann einen, der geht dann morgens durch, kommt ins Büro, macht erstmal alle Rechner an, damit die von zu Hause aus arbeiten können. Ja, sehen Sie. Genau. Der Letzte macht dann das Licht aus. Es sei denn, der arbeitet noch und killt ihm dann sozusagen den Arbeitsplatz. Ja. Ganz genau. Nein. Genau. Ja, wir gucken looking forward und sind in fiebriger Erwartung, was ihr uns noch liefert. Genau. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Herr Engelhardt, für das kurze oder doch länger gewordene Interview mittlerweile. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für das Interview und ich stoppe jetzt die Aufzeichnung. Ja, ich danke Ihnen.